Wunderschönen guten Morgen, Leute. Es ist 8 Uhr. Wir dribbeln schon wieder los. Ihr wisst, was das heißt. Spieltag. Heute 19 Uhr Flutlicht. Heimspiel gegen Heider SV. Ja, wir müssen eigentlich vom Papier her das Ding gewinnen. Kämpferisch ist das aber eine sehr unangenehme Truppe. Wir dürfen sie nicht in die Zweikampf kommen lassen. Das pusht sie hoch. Und wenn wir das schaffen, dann sollten wir uns da durchsetzen und den nächsten Sieg holen. Aber Fußball ist alles möglich. Man muss selber erstmal seine Leistung bringen. Man muss selber erstmal Kette geben. Man muss erstmal selber an seine Leistungsgrenze gehen. Kein Spiel ist einfach in der Liga dieses Jahr. So gehen wir dieses Spiel auch an. Und dann hoffentlich grüßen wir wieder nach dem Spiel von der Tabellenspitze. Ja, wir gehen jetzt unsere Runde. Danach gibt's Frühstück. Und dann muss ich ganz dringend zum Friseur. Es sieht doch schon wieder katastrophal aus. Seiten müssen definitiv gemacht werden. Oben muss definitiv ein bisschen was runter. Und ja, dann bin ich bereit fürs Spiel. Und dann nehme ich euch natürlich weiter mit. Ihr seid natürlich wieder dabei. Und ja, wie gesagt, jetzt geht's erstmal. Kleine Runde, schöne Aktivierung. Dann sieht man sich zu Hause wieder. Nochmal kurz eine andere Sache. Es ist echt kalt wieder hier oben, ne? 12 Grad. Es wird wieder unangenehm im Norden. Aber ho ho, das schockt ja gar nicht, ne? Morgens diese Gassi-Runden, jetzt 12 Grad geht noch klar. Aber wenn ich so 6, 7 Grad daran denke, schöne Runden morgens, das ist gar nichts. Quatsch mit Soße. Ja, egal, ne? Muss mal durch, die Hunde müssen raus. Also Ruhe. So, wieder zu Hause. Frühstück. Kennt ihr den Kollegen schon? Er ist doch wieder da. Gibt's auch nicht zum Frühstück? Ihr wisst es. Joghurt. Melonis. Das war's erstmal von hier. Und jetzt gibt's natürlich noch Big Cup of Coffee, please. Bisschen Milch vorher rein. Und ab. Übrigens, ich habe jetzt einen Tisch. Ruhe. Also, ich knall mir jetzt mein Frühstück rein und dann geht's auch in einer Stunde ungefähr los zum Birba. Bad sieht auch echt wieder höhlenmenschmäßig aus. Seiten werden auf Gehirnrinde geschnitten, ein bisschen ab und dann geht's weiter. Leute, wir sind unterwegs. Ab zum Birba, Seiten frisch machen. Ungelogen, wenn ich vorm Spiel Haare schneiden gehe, das ist noch ein geileres Feeling, als wenn man neue Schuhe hat. Also jetzt Seiten minus, 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 wo ein bisschen schneiden. Bad sehr frisch und dann ist man wieder bereit. Also, ihr seht gleich frischen Dominiz. So, man ist wieder frisch. Man ist wieder unter den Lebenden. Man sieht wieder ordentlich aus. Leute aus Flense, aus Flensburg. Hey, Hilfe, Ruhe. Wer einen Friseur braucht, ab zu Musti. Der Mann kann dribbeln an der Maschine. 99 am Drücker hat der. Haben wir es heute nochmal? Auf jeden Fall, was ich vorhin gesagt habe. Neue Friese direkt vorm Spiel ist geiler als neue Schuhe. Ohne Scheiß. Schreibt es euch hier hinter. Ganz wichtig. Jetzt nach Hause, was essen. Nur eine Kleinigkeit essen. Also ich. Der Mann hat schon wieder Kohldampf. Und dann 16 Uhr. Nudeln. Ihr seid natürlich mit dabei. Mein Lunchbeutel wird auch wieder gepackt. Und dann geht's. Warte mal, waren wir Treffpunkt? 17:30. Ja, kurz nach 17 lang fahren wir los. Aber vorher gibt's noch ein bisschen was zu sehen. Ich weiß nicht, was Madame noch vorhat. Vielleicht müssen wir noch kurz ein Bild knipsen. Aber das kann ja Henk auch mal, ne? Boah, du hast so ein fettes Nasenhaar, was hier vorne rausguckt. Ja, sehen wir das, ziehen wir das gleich so raus. Holy. Und dann drehen die Augen bis nach Mülheim. Ich habe auch meinen Papa geerbt. Mein Papa hat die längsten Nasenhaare aus Hannover. Geh. Ey, du oder was? Was denn? Onkel Jule kriegst du. Großen Bogen. Oh, er hat so frisch gedribbelt. Leute, heute müssen wir richtig ackern beim Spiel. Richtig ackern. Die knallen so dazwischen. Normalerweise muss man mit Helm spielen heute. Vor allem mein Gegenspieler, Kapitän. Er ist 8 Meter breit. Der ist nur unten. Mann, also ich fahre jetzt nach Hause, ja? Bruder, wo willst du denn hin? Ja, ich frag dich, ob ich hier noch irgendwo einen Boxenstopp einbauen soll. Nee, Digga, hier gibt's doch nichts Geiles. Ja, okay. Oder soll ich jetzt sagen, dass Peter Payne gehen? Peter Payne! Also da würde ich mich sehen. Irish. Frühshoppen, Bruder. Boah, das könnten die auch mal einführen hier, ne? Haben die gar nicht, ne? Das kennen die gar nicht. Kennen die gar nicht. Können wir was lernen von uns hier, ey! Dann gehen wir jetzt zu Rewe und dann geht's zu Hause weiter mit Spielvorbereitungen. Und ihr seid natürlich am Start, ne? Also jetzt fahren wir nach Hause, kurz einkaufen. Da sieht man sich at home. Wir sind wieder at home. Es ist jetzt 12 Uhr. Knall mir ein bisschen Laugenbrötchen, Hüttenkäse. Denn 16 Uhr gibt es erst Nudeln und 8.30 Uhr Frühstück. Der Abstand bis 16 Uhr wäre natürlich zu groß. Hinten wird auch wieder gekocht. Die Dame gibt wieder Gas. Hier wird offiziell geharzt. Ist auch nichts Neues. Also ich knall mir das jetzt rein. Und dann geht's mit Nudeln nachher weiter. So Leute, wir sind wieder unterwegs. Diesmal mit Verstärkung, kurze Aktivierung. 19 Uhr ist ja erst das Spiel, deswegen noch mal ein bisschen Beine vertreten. Schadet nicht. Und dann geht's wieder nach Hause. Ja, dann lege ich mich noch mal ein bisschen hin. Halbe Stunde, 45 Minuten. Immer nur schlafen.
Es wird nicht geschlafen. Ich lege mich nur kurz hin. Kurz ausruhen, ein bisschen ins Bett, ein bisschen Videos gucken und so weiter. Ein bisschen über den Gegner vielleicht. Ein paar Aufstellungen stalken und das war's. Dann aufstehen, dann gibt's Nudeln, da packe ich meine Sachen. Dann geht's langsam los Richtung Stadion. Willst du was sagen zum Spiel heute? Kommst du heute gucken? Yes. Oh yeah. Außer wenn es regnet, oder? Nein, sie ist echt immer da. Außer wenn es regnet. Außer wenn es regnet? Nein. Deswegen, ne, müssen wir heute mal wieder gewinnen, Tabellenspitze zurückholen und dann geht's weiter. Auf jeden Fall, wir drehen jetzt ein bisschen. Wir machen jetzt ein paar Meter und ja, dann kennt ihr den Plan. Ihr seid natürlich wieder dabei. Und die Glatzen? Glatzen. T-Shirts. Die Glatzen sind auch dabei. Also, bis später. Leute, wir sind wieder zu Hause und ich habe auch ein bisschen mich hingelegt. Jetzt gibt's Nudeln. Alles rein. Nicht zu viel, ne? Nur ein Teller. Jetzt gibt's Nudeln. Oder mache ich mir Nudeln? Was natürlich auch nicht fehlen darf. Mein Lunchpaket. Zack. Riegel. PhD-Riegel. Cookies and Cream. Klasse. Apple. Energy Gel von Sis. Und mein Klassiker. Powerade am Start. Red am Start. So, jetzt mache ich mir meine Nudels. Süße Portion. Ein Teller nur. Oh. Nicht. Reicht. Sonst liegt schwer im Magen, ne? Also, ich mache mir jetzt Nudeln. Echt? Zum 100. Mal. Dann mache ich mich fertig und kurz nach 17 Uhr Abfahrt Richtung Stadion mit dem Orakel aus dem Auto. Tschüss! Muss schwieriger. Vor allem gegen Heide muss man eigentlich bei 40 Grad spielen und staubtrockener Rasen, weil die nur runtergehen. Heute ist wieder richtig Mentalitätsspiel. Kloppen so rein. Ich sag's euch Leute, beobachtet den Kapitän von Heide. Dreimal so breit wie ich, kloppt nur rein. Der isst auch rohes Fleisch, rohes Schwein, glaube ich. Der beißt er einfach in den Nacken. Ist ganz wild. Sein Bizeps wird von Saison zu Saison größer. Das ist so ein Publikumsliebling, der immer Gras frisst und richtig immer jedes Spiel 120%. So, aber das ist halt so, die sind mit Herz immer dabei, ne? Die haben Einstellung, die haben Mentalität und das sind immer die unangenehmen Spiele. Ich tippe auch heute, tippe ich einfach mal ein 3-0. Wir gewinnen heute 3-0. Ja. Erstes Spiel zu 0, dann platzt der Knoten da vorne mal wieder bei jemandem, hoffentlich. Und dann starten wir eine neue Serie. Heute auch mal wieder eine Torbeteiligung. Letztes Spiel keinen Scorerpunkt gesammelt. Raus. Schiri müssen wechseln, ist zu wenig. Und warte kurz. Gewinn, bisschen feiern, nach Hause, Love Island. Und danach Irish. Oder mal heute so einen Freistoß reinknallen. Heute mal ein Freistoßtor machen. Habe ich gestern im Training so ein geil reingehauen. Aber im Spiel habe ich dann wieder einen Freistoß in 6 Spielen und den schieße ich nach Mülheim, Alter. Ist doch immer so. Egal. Man muss believen. Guck mal, da ist Heide Mannschaftsbus. Zeig mal. Heide ist da. Ja, Leute, genug gesabbelt. Fokus jetzt auf die wichtigen Dinge. Wir sind gleich da. 1-2 Minuten. 5 Minuten früher als sonst. Nehmen wir mal mit. Und ja, jetzt, wie gesagt, ab in den Tunnel rein. Und dann sieht man sich gleich in Mani im Stadion. Also, ab geht's. Steht 2-1. Genau das, was wir nicht machen wollten, ist passiert. Wir haben die so lange wie möglich am Leben gehalten. Aber scheiß drauf. Wieder getroffen. Wir haben gewonnen. Wir sind wieder Erster. Der Rest ist scheißegal. Jetzt geht's ab nach Hause und ich bin zufrieden. Also, wir sehen uns gleich im Auto. Dann reden wir noch mal ein bisschen vernünftig über das Spiel. Und jetzt gehe ich erstmal duschen. Ja, Leute, da sind wir. Ab nach Hause, Tabellenführer. Das schmeckt doch wieder lecker. Tor gemacht. Also langsam wird es echt ein bisschen unheimlich. Wirklich ein bisschen unheimlich. Bisher nur ein Spiel, wo ich keinen Scorerpunkt gesammelt habe. Ganz gruselig ist das die Saison. Aber niemals aufhören, es geht immer weiter. Wir sind nicht satt. Die Saison geben wir Kette bis zum Ende. Also, jetzt geht's nach Hause. Gegessen habe ich schon. Unser Betreuer hat gezaubert. Deswegen, was machen wir jetzt noch? Wir glotzen jetzt ein bisschen Love Island. Wenn ich überhaupt Love Island durchhalte, weil ich bin ein bisschen müde. Wenn nicht, penne ich halt ein. Ja, zum Spiel nochmal ganz kurz. Also, unnötig lang am Leben gehalten, die Jungs. Unnötig spannend gemacht. Steht die ganze Zeit einfach 2-1 nur für uns. Und dann 92. 3-1. Ganz, ganz unnötig.
Chancen für 5 Spiele gehabt, aber mehr als 3 Punkte gibt es nicht. Ne? 3 Euro ins Phrasenschwein und dann war es das auch. Einfach abhaken. Nächste Woche geht's weiter. Wir sind wieder ganz oben. Da wollen wir hin. Von daher sind wir auch zufrieden. So, jetzt sind wir gleich at home. Dann, wie gesagt, kurz Love Island. Dann legen wir uns rein. Und dann gibt's unter der Woche wieder ein neues YouTube-Video. Und dann am nächsten Wochenende auswärts bei Phoenix Lübeck geht's dann weiter mit dem nächsten Vlog. Also in dem Sinne, schönen Tag, gute Nacht, wie auch immer. Wann auch immer ihr euch das Video anguckt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen, kostet nichts. Und jetzt, ciao.